Wissenschaft auf Tour. Genau das ist die MS Wissenschaft, ein Projekt im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2018, organisiert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und Wissenschaft. Das Schiff tourt zurzeit durch Deutschland und auch Österreich mit einer interaktiven Ausstellung zum Thema Arbeitswelten der Zukunft. Wir haben es hier in Münster abgefangen. Die MS Wissenschaft fährt seit 16 Jahren als MS Wissenschaft über die Flüsse und Kanäle Deutschlands. Davor war es, ich glaube, 1969 ist es gebaut worden, da war es ein Frachtschiff. Ich denke, die Idee, das als Boot zu gestalten, ist deswegen interessant, weil auf der einen Seite man das Museum, die Ausstellung zu den Besuchern bringt. Normalerweise muss der Besucher zur Ausstellung gehen. Und obwohl das Schiff relativ langsam fährt, wir fahren mit ungefähr 10 bis 12 km/h, sind wir doch in der Lage, in einem halben Jahr ganz Deutschland und mittlerweile sogar Österreich zu bereisen. Das Leibniz-Institut für Alternsforschung, Fritz-Lippmann-Institut, hat hier ein paar Fakten zusammengestellt, die eben mit dem Altern zusammenhängen und was passiert mit dem Körper, wenn er altert. Was jetzt ganz spannend ist, wenn ich das umdrehe, dann kriege ich Informationen dazu, wie ich das besser machen kann. Was aber vor allem auch das Unternehmen tun kann, damit ich länger zufrieden und gesund meine Arbeit ausführen kann. Was auch wichtig für die Gesellschaft ist, weil wir in Zukunft wahrscheinlich länger arbeiten werden müssen. Man greift dann so Wünsche auf, ganz klassischer Wunsch, ich will viel Geld verdienen, und das ist dann dargestellt als so eine Wunschwolke. Dann kann man das rausziehen und dann kommt als Antwort nicht wie verdiene ich viel Geld, sondern eine gute Bezahlung macht nicht glücklich. Das heißt, hier wird auch schon so ein bisschen gefragt, wozu dient Arbeit? Hier in unserem Kontext wird eine Palette gepackt. Und die Idee ist eben, dass mir die Brille direkt sagen kann, wo ich welche Pakete hin tue, damit es am Ende schön stabil ist. Tatsächlich eingesetzt werden solche Brillen zum Beispiel auch in der Landwirtschaft. Also die erste Voraussetzung dafür, dass wir vorbeikommen, ist natürlich, dass man eine Wasserstraße hat. Münster hat so eine Wasserstraße. Darüber hinaus ist Münster natürlich eine bekannte Universitätsstadt, in NRW auch als großer Jobmotor gefragt. Die Grundidee hinter dem Wissenschaftsjahr ist es, bestimmte Themen aus der Forschung einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen. Normalerweise wird jedes Jahr ein neues Thema ausgerufen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Außer diesem Museumsschiff gibt es natürlich besondere Projekte wie Wettbewerbe, Gewinnspiele, an denen die Öffentlichkeit beteiligt werden soll. Also die Akzeptanz oder das Interesse, das uns jetzt entgegengebracht wird, ist wahnsinnig groß. Die Rückmeldungen sind überragend fast nur positiv. Auch das Schiff als Veranstaltungsort nochmal ein besonderes Interesse auslöst. Ist ja eine Mitmachausstellung, das heißt, man kann alles anfassen, ausprobieren. Hier wollen wir damit zeigen, wie schwierig, aber auch spannend es ist, zusammenzuarbeiten und dass man erst durch Teamwork gemeinsam zum Erfolg kommt. Ab welchem Punkt müsste ich vielleicht Maschinen auch Bewusstsein oder sowas wie eine Seele zuschreiben und wie muss ich dann mit denen umgehen? Außerdem haben wir hier unseren sogenannten Wunschbaum, wo Besucher aufschreiben können, wie sie die Zukunft sehen. Hier hat sich zum Beispiel das Kunsthistorische Institut in Florenz Gedanken gemacht, wie wird eigentlich Arbeit in der Kunst gesehen, Kunst und Kultur, wie funktioniert unsere Gesellschaft, wenn wir immer weiter in Richtung Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Roboter uns entwickeln. Hier haben wir ein Exponat vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Ganz oft hört man ja die Angst, dass durch die Digitalisierung Jobs verloren gehen und eben gefährdet sind. Ganz konkret, wenn wir uns hier anschauen, die Möbeltischlerin, dann hat das ZDW dafür eine Automatisierbarkeit dieser Berufsgruppe errechnet. Wenn sich die Möbeltischlerin weiterbildet, zum Beispiel in Verwaltung und Management, dann sehen wir gleichzeitig, wie die Automatisierbarkeit sinkt. Eine Weiterbildung in manuellen Fähigkeiten dagegen
lässt die Automatisierbarkeit wieder steigen. Eine Ausstellung wie die in der MS Wissenschaft wirft viele Fragen über unsere Zukunft auf. Es bleibt zu sehen, wie genau die Digitalisierung unsere Arbeitswelt tatsächlich verändern wird.